Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es 10 Tipps und Tricks, wie ihr in den Cups besser spielen könnt und wie ihr so natürlich dann auch in der Rangliste höher abschließen könnt. Und die ganzen Tipps und Tricks sind sowohl für Trio geeignet, als auch für Solo-Cups geeignet und dort auch jegliche Art, egal ob es Cups mit Geldpreisen sind oder ob es nur Hype Nights sind. Dort ist wirklich für jeden etwas dabei. Ansonsten, auch wenn ihr keine Cups spielt, ist auch sicherlich für alle Arena-Spiele etwas dabei. Und deshalb würde ich mich auch freuen, wenn ihr dieses Video einmal bis zum Ende schaut. Ansonsten, wenn ihr keine weiteren Videos jemals auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir ab 15:30 Uhr heute den Mongrel Cup streamen. Als erstes kann ich dann euch nur den Tipp geben, dass ihr nicht nur die ganze Zeit im Tournament campt. Natürlich bringen die ganzen Placement-Punkte auch extrem viele Punkte. Gibt teilweise sogar deutlich mehr als irgendwie 10 Kills oder so. Trotzdem werdet ihr so niemals irgendwo weit oben in der Rangliste abschließen, weil ihr natürlich auch nicht jede Runde mit nur einem Kill oder so einen Sieg holen werdet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr auch manchmal Kampfsituationen eingeht, denn so könnt ihr auch für den nächsten Cups ein bisschen was lernen und gucken, wo sind denn vielleicht noch eure Schwachstellen, wenn ihr eben halt fightet. Deshalb versucht auf jeden Fall zu fighten und campt nicht nur die ganze Zeit. Als nächstes kann ich euch dann nur den Tipp geben, dass ihr euch einen guten Landing-Spot sucht. Dafür könnt ihr beispielsweise meine Videos nehmen, ihr könnt allerdings auch von jedem anderen YouTuber irgendwelche Landing-Spot-Videos nehmen. Oder ihr schaut immer selber beispielsweise auf der Website lootlag.info, welche Landing-Spots so ziemlich gut sind. Und hier könnt ihr beispielsweise dann erkennen, wo viele Kisten sind. Und dann sucht euch immer irgendeinen Spot aus. Guckt, wie ihr dann auch die Loot-Route beginnt. Beispielsweise könnt ihr euch dann sagen, ja, ich lande dort auf der Kiste, gehe dann nach da weiter. Nehmt dann noch hier die 3 Kisten mit und dann landet beispielsweise hier immer einer. Das muss man sich natürlich vorher alles anschauen. Und dann kann man beispielsweise wissen, dass meistens dann vielleicht dort oben jemand landet und man den dann meistens fighten muss. Und wenn man dann eben halt diese ganzen Sachen weiß, wo meistens Gegner landen oder wie viele Gegner auch hier landen, dann weiß man eben halt auch, wo man vielleicht aufpassen sollte in den Tournaments. Und gerade in Arena ist das immer relativ ähnlich dann auch zu Tournaments. Das heißt, wenn ihr Arena spielt, dann ist es eigentlich immer relativ gutes Practice, auch für den Landing Spots. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch dabei, dass ihr deutlich schneller mehr Loot farmen könnt. Denn wenn ihr wisst natürlich, wo jede einzelne Kiste ist, dann baut ihr nicht unnötig irgendwelche Wände ab. Und wenn ihr dann wisst, wo ihr weiter moven könnt, beispielsweise um Stein zu farmen, um Holz zu farmen, und wenn ihr dann auch wisst, wo ihr immer lang rotieren müsst, dann habt ihr es auch deutlich leichter, lauft nicht so häufig in Fights, sterbt nicht so häufig im Early Game vor allen Dingen, weil wenn ihr einfach sicherer in einem Landing Spot seid, dann seid ihr allein schon nicht mehr so nervös dabei, weil ihr euch einfach komplett sicher seid, wo jede einzelne Kiste ist, wo jeder Gegner landet und so. Ein Tipp, den ich nochmal so dazu zählen kann, ist, dass ihr, wenn ihr bei dem Landing Spot immer landet, euch umschaut, wie viele Gegner auch in der Region landen und natürlich bei eurem Landing Spot selbst landen, denn so habt ihr natürlich auch im Generellen immer für die jeweilige Runde einen besseren Überblick. Zähle ich allerdings mal so zu dem Landing Spot Tipp dazu. Dann kann ich euch als dritten Tipp noch geben, dass ihr viel Arena spielt. Jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, warum man nicht Scrims oder so spielen soll, und das hat einen ganz einfachen Grund. Scrims trainieren eigentlich nur das Endgame und zwar auch ein richtiges Stacked Endgame, und das kommt eigentlich nie tatsächlich in den ganz normalen Cash Cups vor, vor allen Dingen, weil die zurzeit immer, glaube ich, nicht mal über 2 Runden verteilt sind. Ich glaube, es sind hier nur Cash Cups, die über eine einzige Runde gehen, und deshalb ist es eben komplett irrelevant, wie ihr in Scrims spielt, weil das eigentlich nie etwas vielleicht in der 10. Runde mal aussagen kann. Aber wenn ihr wirklich keine vielen Punkte in den ersten Runden holt, dann werdet ihr niemals dahin kommen, und deshalb bringt es euch gerade am Anfang überhaupt nichts, wenn ihr viel Scrims trainiert. Ihr könnt es mal ab und zu trainieren, ist auch das ein oder andere mal wichtig, aber hauptsächlich ist Arena deutlich wichtiger, weil das nämlich deutlich ähnlichere Situationen zu Tournament-Modis sind. Dann kann ich euch als nächsten Tipp nur geben, dass ihr, nachdem ihr gestorben seid, euch die ganzen Runden nochmal im Replay-Modus anschaut. Falls euch keine Replays angezeigt werden, müsst ihr nochmal in die Einstellung gehen und dann hier beim Zahnrad etwas weiter runter scrollen. Dort bei den Wiederholungen könnt ihr hier Wiederholungen aufzeichnen, anschalten. Wiederholungen im Creative Mode braucht ihr auch eigentlich nicht, also es reicht nur, wenn ihr Wiederholungen normal hier aufzeichnen anklickt, und so werden eben halt immer eure normalen Runden aufgenommen. Wenn ihr dadurch deutlich weniger FPS haben solltet, was auch das eine oder andere mal vorkommen könnte, dann
könnt ihr das natürlich auch wieder ausschalten, aber es ist schon ganz hilfreich, wenn man sich das wirklich immer selbst anschaut. Das heißt, geht in eine Runde rein, geht hier einmal auf Spielen, wartet, bis das Ganze geladen ist und dann schaut euch nicht aus der eigenen Perspektive an, wie ihr gestorben seid, sondern geht in die gegnerische Perspektive und guckt dann, wie der Gegner euch dann immer gekillt hat. Beispielsweise hier in der Szene ist jetzt eine normale Runde. Dort könnt ihr dann einfach einmal sagen, dass ihr dann hier den Gegner anklickt. Kann man meistens einfach durch Raufklick machen. Die Namensschilder müssen, glaube ich, angezeigt werden. Dann sollte es auf jeden Fall gehen. Und dann könnt ihr einfach einmal darauf klicken. Dann sagt ihr noch einmal, dass ihr in die Gameplay-Ansicht gehen wollt. Und schaut euch immer an, wie der Gegner euch gekillt hat. So könnt ihr dann wissen, wie ihr euch vielleicht bewegt hättet müssen, um dann eben halt von dem Gegner nicht gekillt zu werden. Und so könnt ihr nämlich wissen, was ihr vielleicht beim nächsten Mal verbessern könnt. Und dadurch seid ihr natürlich dann beim nächsten Mal deutlich sicherer. Und vor allen Dingen nach dem Tod seid ihr dann, glaube ich, auch immer nicht so salty, wenn ihr selbst wisst, was ihr falsch gemacht habt. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Tipp. Und zwar schiebt den Tod nicht auf die Schuld anderer. Egal, ob es der Ping ist, ob sie FPS sind, ob es vielleicht der Gegner ist, der einen Lucky Headshot trifft oder so. Irgendwas könnt ihr da immer verbessern. Beim schlechten Ping hättet ihr anders um den Ping so ein bisschen rumstehen können, dass ihr nicht versucht, dauerhaft nur die eine Wall zu bekommen. Wenn ihr Headshot sniped wurde, dann könnt ihr beispielsweise auch schauen, ob ihr dann vielleicht so still standet. Und das ist eben halt auch relativ praktisch, wenn man sich dann den Tod nochmal aus der gegnerischen Perspektive anschaut. Weil gerade wenn man eben halt in einem Turtle sitzt, dann denkt man sich so manchmal, wie konnte mich der Gegner dort überhaupt killen? Und dann sieht man das aus der gegnerischen Perspektive und dann sieht man eben halt so, man hat schon deutlich aus dem Turtle rausgeschaut und konnte damit eben halt easy gesniped werden. Und deshalb ist das auch ganz, ganz wichtig zu machen. Dann kann ich euch als nächsten Tipp auch nur geben, lernt die Charged Shotgun zu trainieren. Das ist ja die neue Shotgun, die jetzt in dieser Season drin ist und die am Anfang tatsächlich ziemlich gehatet wurde, mittlerweile aber eine der beliebtesten Waffen ist und auch zu Recht. Das sieht nämlich deutlich, deutlich stärker als eine Tag ist. Ich würde sogar eine blaue Charged Shotgun eher als eine goldene Tag mitnehmen, weil die einfach deutlich, deutlich mehr Damage raushaut und deshalb kann ich euch wirklich nur den Tipp geben, versucht die zu lernen, versucht damit gut zu werden. Es gibt Tipps und Tricks Videos auf YouTube, die ihr euch dazu anschauen könnt. Ansonsten kann ich gerne auch nochmal ein Tipps und Tricks Video zur Charged Shotgun machen. Auf jeden Fall könnt ihr damit schon deutlich besser spielen als mit einer Tag und habt so deutlich bessere Chancen in den Fights. Dann kommen wir auch direkt zum siebten Tipp und zwar empfehle ich euch nur, euch ein bestimmtes Loadout auszusuchen, schon im Vorhinein. Das heißt, sucht euch aus, ob ihr eher eine Charged Shotgun spielen wollt oder welche Charged Shotgun ihr eher spielen würdet. Wenn ihr beispielsweise dann im Game eine blaue Charged Shotgun findet und eine goldene Tag, könnt ihr euch eben halt instant dazu entscheiden, dass ihr dann eben halt die Charged Shotgun wählt und dann eben halt nicht die Tag wählt und müsst dann nicht erstmal ein paar Sekunden überlegen, was nehmt ihr jetzt oder bei der AR wollt ihr eher eine Burst mitnehmen, wollt ihr eher eine AR mitnehmen, beziehungsweise bei welchem Seltenheitsgrad würdet ihr eher eine AR mitnehmen. Und das könnt ihr dann einmal mit eurem kompletten Loadout machen. Ihr könnt genauso natürlich überlegen, wollt ihr eher Jagdwehr oder Repetiersniper mitnehmen. Und wenn ihr das alles wisst, dann könnt ihr nach einem Fight deutlich einfacher überlegen, was nehmt ihr denn für Waffen, wollt ihr dann eher die eine Waffe nehmen oder nehmt ihr die andere Waffe mit. Gerade im Endgame, wo es dann eben halt etwas schneller alles geht, ist das sehr, sehr wichtig und so könnt ihr nämlich auch nochmal etwas sicherer im Ganzen werden. Der achte Tipp ist dann ganz, ganz wichtig für alle, die einen schlechten PC haben. Trotzdem ist er auch für alle extrem relevant noch, die selbst einen ziemlich guten PC haben. Und zwar gebe ich euch nur den Tipp, schließt alle anderen Programme. Ihr könnt einmal STRG, ALT und Entfernt klicken. Dann öffnet sich nämlich der Task Manager und damit könnt ihr dann eben halt schauen, welche bestimmten Programme wie viel euer Leistung verbrauchen. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, dass Google Chrome meistens relativ viel Arbeitsspeicher verbraucht. Deshalb schließt das einfach, klickt auf Task beenden oder schließt dann eben halt Google manuell. Natürlich, wenn ihr nebenbei streamt, braucht ihr so etwas wie OBS, kommt man nicht mal drum herum. Aber wenn ihr nebenbei kein Spotify hört, könnt ihr auch Spotify schließen und wenn ihr irgendwo noch einen Explorer aufhabt oder irgendetwas anderes aufhabt, speichert das und schließt es einfach, weil ihr so deutlich, deutlich mehr FPS haben könnt. Dann als nächstes nochmal ein relativ ähnlicher Tipp und zwar schaut einmal in euren Explorer bzw. auf der PS4 in eure Einstellungen, geht dann dort einmal auf dieser PC und dann schaut
schaut, wie viel Platz ihr noch auf euren Festplatten habt. Wenn ihr dort dann irgendeine Festplatte seht, wo weniger als 25% Speicher drauf ist, dann löscht von der etwas runter. Bei mir beispielsweise geht das jetzt noch alles komplett fit. Auf der Festplatte ist ja beispielsweise Fortnite installiert. Also da auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Das ist auch immer das Wichtigste, dass eure Festplatte, wo euer Spiel installiert ist, schön leer ist. Die darf wirklich maximal nur zu 75% voll sein, denn ansonsten bekommt ihr wirklich extreme Lags und eure FPS werden vor allen Dingen instabil in Fortnite. Deshalb ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr da irgendetwas runterlöscht oder einfach ein bisschen die Programme auf eure Festplatten verteilt. Natürlich hat nicht jeder den Luxus, dass man so viele Festplatten hat. Allerdings löscht sonst einfach beispielsweise, wenn ihr Call of Duty Warzone oder so nicht spielt, löscht das. Dann habt ihr auch wieder 150 GB freien Speicherplatz und so bekommt ihr auf jeden Fall auch deutlich mehr FPS. Dann kommen wir auch schon direkt zum vorletzten Tipp und zwar geht nicht auf Kills und vor allem nicht im Early Game. Landet nicht einfach aggressiv bei The Authority, weil ihr dort eine relativ große Chance habt, dass ihr dann am Ende sterbt und dann ist es natürlich relativ schade, wenn man dann 10 Runden dort landet, keine Runde, dass ihr irgendwie überlebt oder vielleicht eine Runde überlebt und man hat irgendwie keinen richtigen Mehrwert davon. Landet lieber bei einem Spot, wo vielleicht maximal 1 bis 2 Leute landen, die ihr easy fighten könnt und wenn ihr dann eben halt beim Landing Spot euch auch gut auskennt, dann habt ihr meistens eben halt auch den Loot-Vorteil. Wenn ihr einen vernünftigen Spot habt, dann werdet ihr meistens auch nicht gethird-partied. Beispielsweise, wenn ihr bei The Authority fightet, ist die Chance relativ groß, dass wenn ihr fightet und dann mit dem Fight fertig seid, dass dann noch ein anderer Gegner kommt, mit dem ihr dann auch direkt wieder fighten müsst. Wenn ihr beispielsweise aber eher bei Rick the Rick landet, was ein bisschen ein ruhigerer Landing-Spot ist, dann kommt da eigentlich fast nie irgendein anderer Gegner nochmal nachher hinzu. Das heißt, ihr fightet nur gegen die 1 bis 2 Leute, die dort dann eben halt landen und ansonsten kann man eigentlich auch relativ leicht weggehen und man muss eben halt wirklich nicht im Early Game fighten. Ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr gut im Early Game fighten seid, aber ihr müsst es wirklich nicht. Ihr habt viel größere Chancen eigentlich, dass ihr im Midgame und im Endgame eben halt Kills holt, weil ihr dort vor allen Dingen auch sicheren und immer gleichen Loot habt und im Early Game kann es immer manchmal sein, dass ihr unlucky seid, aus 3 Kisten, wo ihr eben halt gelandet seid, nur graue Waffen rausbekommt, aber im Midgame sollte der Loot eigentlich immer relativ balanced sein und relativ ähnlich sein, zumindest wenn ihr immer einen vernünftigen Landing-Spot vorher hattet und da könnt ihr dann natürlich auch richtig viele Kills holen. Es ist teilweise sogar leichter, die Kills zu erreichen, wenn man im Early-Game nicht gefightet hat, weil man dann natürlich früher in die Mitte der Zone kommt, dort deutlich besseres Positioning hat, nicht so viel mit Rotation beschäftigt ist und so kann man wirklich insgesamt mehr Placement-Punkte holen und mehr Kills immer holen. Dann kommen wir auch schon zum 10. und damit letzten Tipp und das ist, wärmt euch richtig auf. Geht einfach nicht unaufgewärmt in ein Tournament rein, es bringt euch nichts, ihr werdet dann nicht gut abschneiden oder ihr werdet dann nach 5 Runden vielleicht mal so langsam warmt sein, aber irgendwie ist das dann auch nicht so wirklich vernünftig, deshalb gebe ich euch mal den Ratschlag, dass ihr einfach mindestens mal eine halbe Stunde vorher, gerade bei Tournaments, euch aufwärmt. Macht am besten ein bisschen Aim-Training, macht danach ein bisschen Crank-Simulator, dass ihr ein bisschen Freebuild und so trainiert. Ich habe auch schon Videos zu Warm-Up-Routinen gemacht und zu Creative-Maps, die ihr spielen könnt. Ansonsten ist natürlich auch immer relativ hilfreich, wenn man vorher vielleicht schon die eine oder andere Runde Arena gespielt hat, vielleicht ein bisschen 1v1s gemacht hat und so hat man auf jeden Fall schon mal so alles ein bisschen an dem einzelnen Tag und in der Gaming-Session auch schon aufgewärmt und so seid ihr natürlich auch deutlich sicherer, wenn ihr in solche Kampfsituationen in den Tournaments dann kommt. Das waren auch schon die 10 Tipps und Tricks, die euch helfen, in Cups besser zu werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.